Wunderschönen guten Tag zusammen. Im letzten Video haben wir uns zusammen dieses ganze Ransomware-Thema angeguckt. Wir haben eigene Dateien entschlüsselt, wir haben Dateien verschlüsselt mit unserem Private Key und so weiter. Und da habe ich euch schon angeteasert, ich wollte mir das ganze Thema mal mit ZFS anschauen und mit den Snapshots, weil die Snapshots können ja sozusagen nicht verschlüsselt werden, außer natürlich Dateien wandern verschlüsselt ins Snapshot, in den Snapshot rein, aber der Snapshot an sich selber nicht. Aber ich habe dabei ein kleines Thema gedacht, und das will ich mir euch jetzt angucken. Es kann sein, dass dieser Snapshot auf einmal so riesig anwächst, oder wenn Snapshots gemacht werden, automatisch, dass das System auf einmal irgendwie voll läuft oder sowas, und das wollte ich mal mit euch mal zusammen jetzt hier anschauen. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal, ich stelle wieder ein paar Dateien, diesmal auch ein paar große Dateien, ein paar Snapshots, und wir gucken mal, wie sich das ganze System so ein bisschen verhält. Wie gesagt, blind, ich habe es auch noch nicht gemacht, ist sozusagen ein Blind-Video. Lasst uns damit anfangen, kurz mal Bestandsaufnahme zu machen. Es gibt die Decrypt-Datei, Encrypt-Datei und eine Test-Datei. Ich habe ein Dataset angelegt namens Ransomware. Ihr seht, da ist nichts drin, 120 Kilobyte oder sowas, keine Ahnung, ist auf jeden Fall nichts drin. Seht ihr, ist blank, außer die drei Dateien. Jetzt würde ich ganz gerne hingehen und einmal zumindest einen Snapshot machen und jetzt gleich dann auch einfach mal zwei, drei große Dateien erstellen, um zu sehen, wie derbe wächst denn der Snapshot an, wenn wir da auf einmal das Encryption starten und so weiter und so weiter. Ich bin einfach selber gespannt. Also, lasst uns mal sagen, ZFS, Snapshot, muss man nicht Create sagen, sondern Ransomware, und dann drücken wir einfach Add, und wir nennen das Ganze einfach mal Test 1. So, bam. Jetzt haben wir einen Snapshot erstellt, der wird wahrscheinlich auch irgendwie so ungefähr 0 Byte groß sein oder ein paar Kilobyte oder lass es 1 MB groß sein. Da steht auf jeden Fall, glaube ich, keine Datenänderungsmenge drin. Ich sage immer Rate, deswegen vorsichtig. Also, ZFS List minus T Snapshot, und da sehen wir jetzt, okay, hier unten ist er, Ransomware Test 1, da steht Used 0 Byte. Das heißt, wir haben keine Daten, die sich irgendwie seit diesem Snapshot irgendwie geändert haben. Da ist erstmal nichts drin. Lasst uns mal einfach anfangen. Lasst uns erstmal eine Datei erstellen, um zu sehen, ob dann etwas sich an dieser Use da ändert. Wir sagen einfach mal DD. Input ist einfach def random, damit wir auch wirklich Informationen haben. Entschuldigung, das ist nicht off. Das ist if def random. Sagen als nicht off. Ich bin schon wieder blöd. Ich will als Input den Random haben und will als Output den MP600 Random haben und dann, keine Ahnung, Datei 1.iso mit einer Block Size von 1 MB und Count 100. So, jetzt sollten wir eigentlich eine Datei haben mit 100 MB. Die liegt da jetzt drin, heißt Datei 1.iso, wo auch wirklich nicht irgendwas mit Nullen oder sonst was drin steht, sondern da steht wirklich was drin. Wir legen mal noch eine zweite Datei einfach an, dann haben wir noch was Zweites zumindest. Bam, noch eine zweite Datei, die ist jetzt auch da. Und jetzt gehen wir hin und machen wieder einfach einen Snapshot namens Test 2. Und jetzt gucken wir mal in den Snapshot-Bereich rein, was da jetzt drin ist. Okay, jetzt haben wir wirklich, das eine ist Used 56k und das andere Test 2 ist 0b. So, aber referenzierend tut das Ganze hier auf 120k und das hier auf 200 Megabyte. Okay, das passt ja alles soweit für mich. Soweit sieht das auch ziemlich gut aus. Jetzt gehen wir mal hin und schieben einfach mal die Encryption darüber und machen dann einen neuen Snapshot. Oder gucken auch zwischendurch rein. Also, machen wir mal ein Python Encryption und schieben das Ganze einmal durch. Das dauert natürlich eine Sekunde, da sind natürlich ein paar mehr Daten. Und jetzt sollte das Ganze natürlich auch ja, verschlüsselt sein. Gucken wir einmal rein. Wir gucken einmal in die Textdatei rein, weil das ist unser Indikator, ob das Ganze jetzt verschlüsselt ist oder nicht. Ist es soweit, ich weiß. Also somit ist jetzt auch Datei 1 und Datei 2 sind damit jetzt auch ganz normal verschlüsselt. Wir sehen es nur nicht, weil da halt eben auch Kauderwelsch drinsteht. Wenn ich jetzt hier sage Cut, ey, dann wird wahrscheinlich jetzt mein Putty-Fenster hier wahrscheinlich völlig ausrasten oder sowas. Gut, interessiert uns erstmal nicht. Wir gucken jetzt erst einmal bei den Snapshots rein. Ob sich da jetzt irgendwas getan hat? Guck mal, da sehen wir jetzt auch wirklich schon eine, ja, Used. Änderungsrate würde ich sagen von 200M. Referenziert immer noch auf 200M. Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal noch einen neuen Snapshot. Ist ja, wie gesagt, ist einfach nur Erfahrungswerte gerade sammeln. Keine Ahnung, was passiert. Und wenn ich jetzt sage Test 3, dürfte da wieder 0 stehen wahrscheinlich.
ne, 0, 0 Byte. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder zurückschlüssel, müsste der diese Änderungsrate wieder da reingeschrieben haben. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Einfach nur, um das Ganze mal so ein bisschen nachzuvollziehen. Der Hintergrund ist natürlich für euch sowieso klar. Python 3D-Crypt. Und ich glaube, da war dieses Ransom. Der Hintergrund ist relativ einfach, damit wir verstehen, okay, diesen Snapshot kann ich zwar nutzen, aber sagen wir mal, dieses System verschlüsselt wirklich en masse an Daten. En masse an Daten und passiert auf einmal ein Auto-Snapshot. Also diejenigen, die wirklich aktiv Snapshots nutzen, die haben auch ein Auto-Snapshot drin. Da gibt es so extra Tools, Auto-Snapshot, keine Ahnung was. Da wächst dann auf einmal diese Änderungsrate in den Snapshot rein, beziehungsweise natürlich in dein Z-Pool rein, ne, weil das ist ja da, wo die Daten abgelegt werden. Und wenn der voll läuft, dann ist das System auch quasi im Arsch. Also entweder kommst du dann soweit noch ran, um Snapshots zu löschen, aber ich würde mal sagen, in der Regel wird er dann voll laufen, bis der halt voll ist. Und dann geht auch gar nichts mehr auf dem System. Also auch ein Zustand, den man einfach nicht erreichen will. Ne? So, gucken wir mal rein. So, jetzt haben wir da schon wieder Use 267M. Also man merkt immer wieder diese ganze Änderungsrate. Das muss halt eben diesen Snapshot immer vorgehalten werden. Und wenn wir jetzt mal hingehen, wir wissen ja, auf dieser MP600, wir haben leider Gottes jetzt keinen Referenzwert vorhin genommen, haben wir auf jeden Fall used weiterhin 201, aber wir haben mit Sicherheit deutlich mehr verbraucht. Gucken wir mal hier, used 3,4. Das kann ich jetzt wahrscheinlich hier in der Übersicht gar nicht sehen, wie groß wirklich die Snapshots sind, außer das ist dieses used. Dann sind wir ja jetzt schon bei 200, 400, 467. 467 MB used. Ich weiß nicht, ob jetzt noch die... Ob, kann man sich halt anzeigen lassen, wie viel die Snapshots wirklich verbrauchen? Ich warte mal, ich gucke das mal eben nach. Da habe ich gerade den richtigen Befehl gefunden. Einfach nur mal ein ZFS-List-O Space. Dann bekommen wir so eine schöne Tabelle angezeigt, wo wir auch einfach mal rauslesen können, was wir wirklich da verbrauchen und was wie viel verbraucht. Also hier haben wir wirklich Ransomware verbraucht jetzt einfach insgesamt used 668 Megabyte. Ne, wir wissen, wir erinnern uns zurück, da liegt eigentlich nur das drin, ne? LS-HLS, irgendwie sowas. Das sind hier nur 200 und ein paar zerquetschte MB. Da steht auch used 200M, used Snap 467 M, weil wir halt eben auf diese Snapshots mit der Änderungsrate, ja, hin referenzieren. Heißt also wirklich, unsere ganze Verkryptungszeugs wächst halt eben wie zu erwarten war in den Snapshot rein. Das heißt, im Falle eines Angriffes, und ich bekomme das nicht mit, und nachts irgendwann passieren irgendwelche Auto-Snapshots, passiert es mir zusätzlich, dass meine Snapshots, wenn ich Auto-Snapshot habe, dass mir zusätzlich meine Snapshots irgendwie groß werden und so weiter. Das ist einfach nur wichtig für mich, das wollte ich auch mal so ein bisschen mitnehmen, ob das Ganze dem auch so ist. Viel wichtiger noch ist, wir wollten jetzt mal reinschauen, haben wir denn unsere Daten retten können mittels unseren Snapshots. Gehen wir mal davon aus, wir haben genug Speicherplatz gehabt. Also wenn wir jetzt hier nochmal sagen, ZFS List-T Snapshot, ne, wissen wir jetzt ja, wir haben ja einen Snapshot, der eigentlich gerade sein sollte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher es ist. Müssen wir einfach mal reingucken. Ich glaube, ich habe das sogar freigegeben, dass ich da reingucken kann in die Snapshots. Da haben wir .zfs. Da kontrolliere ich jetzt einfach mal, welcher der Snapshots so funktionabel ist, welcher nicht encrypted worden ist. Ne? Deswegen haben wir die Snapshots ja gemacht. Ich bin nur blöd, ich habe es mir nicht gemerkt, welcher ein vernünftiger unencrypted Snapshot ist. Deswegen gucken wir mit unserer Testdatei da einfach rein. Also, wir gehen in den Ordner ZFS, finden dort, na, will er da nicht reingehen, der Penner? Punkt, ach so, ich bin auch einfach nur doof, wie immer. Da haben wir dann den Ordner Snapshot, hier sollten dann jetzt die drei Snapshots auftauchen. Und jetzt gucken wir einfach mal bei Test 1 rein, was da so drin liegt, da liegt noch nichts. Dann gucken wir jetzt mal bei Test 2, ob wir es da schon verschlüsselt haben, da liegen die Dateien. Cut, Testdatei. Ah, da sehen wir es noch, das ist unsere Testdatei, also da der Snapshot Test 2 ist noch einer der unverschlüsselten. Lasst uns das einmal gegenprüfen, indem wir in den Snapshot Test 3 reingehen und sagen hier, Cut Testdatei, hupp, da seht ihr, da ist es halt verschlüsselt. Also wir wissen, der Snapshot Test 2 ist noch der saubere, ohne dass die Ransomware da drüber gelaufen ist. Und wenn wir jetzt hier nochmal sagen, Testdatei, wunderbar ist das Ganze. Jetzt könnte man natürlich Datei für Datei wiederherstellen. In meinem Falle weiß ich jetzt natürlich, es ist alles halt eben verschlüsselt worden. Das heißt, ich werde jetzt einfach einen Test 2 Rollback machen. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie das überhaupt ging. Ich glaube, ZFS Rollback hieß das auch einfach, ne?
Dann sage ich hier Ransom. Und dann war das, glaube ich, Add und dann Test 2. Ich weiß, das bingt hier andauernd, tut mir leid. Einfach mal Rollback. Ich müsste das eigentlich, glaube ich, gewesen sein. Ne, minus R, bla bla bla. Ich muss lesen. More recent snapshot or bookmark exist. Use R to force deletion of so. Also, er will jetzt, oder er sagt jetzt gerade, es gibt noch neuere. Es gibt noch neuere Snapshots, die halt eben auf diesen Test 2 referenzieren. Steht hier sogar irgendwo das Wort referenzieren? Ne, nicht wirklich. Er möchte jetzt, oder er sagt mir jetzt, wenn du den wiederherstellen willst, dann muss dieser, hier steht sogar, Test 3 muss dann gelöscht werden. Weil dann passt die Referenzierung dazwischen nicht mehr. Und da sage ich, jupp, alles klar, wollen wir. Wir sagen also irgendwo minus R für Force scheinbar. So, hat er schon gemacht. Machen wir mal eine Kontrolle, ZFS, List, minus T, Snapshot, bam, da ist er weg. Test 3 ist natürlich jetzt weg. Unsere Used ist wieder kleiner geworden. Wir gucken auch einmal da wirklich rein mit dem Space, was er jetzt zu uns sagt. Na, wo ist denn die Scheiße hier? Space. Jetzt haben wir hier, die Größe ist lediglich nur noch 200 MB, Used Snap 64K, also quasi gar nichts. Und unsere Snapshots sind weiterhin klein, also das macht er wirklich, wirklich gut. So, in unserem Hauptsystem jetzt hier, Testdatei wieder aufrufen, ist alles wieder normal. Wir haben also, wenn man so will, dieses ganze Ransomware-Thema jetzt mit unseren Snapshots abgefangen. Ganz wichtig, Resümee haben wir jetzt gerade festgestellt gehabt, wenn der Encryption-Bot um die Ecke kommt, also Python Encrypt, und wir machen irgendwelche Snapshots, wird natürlich genau diese Änderungsmenge natürlich uns halt eben auch über den Kopf wachsen. Und das haben wir jetzt auch hier schon wieder ganz normal drin, weil jetzt haben wir ja gerade über 200 MB geändert. Das heißt also, selbst in den letzten Snapshot ist da reingewachsen. Ah, guck mal, jetzt haben wir gerade sogar noch richtig herausgefunden. Die Änderungsrate ist sogar in den Snapshot reingewachsen. Nicht schlecht. Was passiert denn, wenn ich das Ganze jetzt nochmal encrypte? Ne, dann dürfte es sich ja nicht ändern, nicht wirklich. Na, ich drück einfach nochmal drauf. Mal gucken, was ich mache, wenn ich encrypte auf encrypte. Mal gucken, was passiert. Jetzt bin ich mal selber gespannt. Ja, ist auch halt eben nur die Änderungsrate bleibt bei 200, weil es ändern sich halt eben auch nur diese Dateien. Und wenn ich jetzt noch eine neue hinzufüge, was passiert dann? Nehmen wir nochmal Datei 3, zeigt ihr mir dann noch was Größeres an. Ihr seht schon, das ist hier so ein bisschen jugendforscht, aber das gehört auch einfach mal dazu, dass man das Ganze sich auch einfach mal reinzieht. Okay, jetzt haben wir hier ein Used 600, Snap Used 200, Used DDS 456. Hat sich jetzt noch was getan? Nee, hat sich jetzt bisher nichts getan, obwohl wir die dritte Datei jetzt hinzugefügt haben. Gut, aber wenn wir jetzt wieder den ganzen Encryption da drüber jagen, dann wird das Ganze wahrscheinlich nochmal so um 100 MB zumindest wieder ansteigen. Gucken wir mal hier. ZFS List O Space. Test. Nee, noch nicht zumindest, aber hier oben sehen wir zumindest jetzt endlich die 700 MB, dass da jetzt nochmal die, die Datei mit hinzugekommen ist, aber die Änderungsrate haben wir natürlich nicht, weil das sollte eigentlich erst dann beim nächsten Snapshot wahrscheinlich kommen. Lass uns einen Snapshot machen, interessiert mich jetzt auch. Snapshot MP600 Ransomware at Test 3. So, guck mal wieder rein. Klack. Ne, das macht er dann nicht damit da rein. Okay, das liegt dann wahrscheinlich daran, weil es einfach am Hauptsystem liegt, im Fallsystem liegt und er das in den Snapshot gar nicht mit rein kristallisieren muss. Letzter Test, wir machen nochmal ein Encrypt. Einfach um zu sehen, was passiert, weil jetzt sollte er ja in diesen Snapshot alles wieder reinwandern lassen, weil wir haben jetzt ja einen neuen Snapshot. So gehe ich zumindest davon aus. Ja, guck mal. Wir haben sogar jetzt 608 MB Änderungsrate. Doppelt gemoppelt, also. Also was ziehen wir daraus, wenn ihr zum Beispiel auf eurem Filesystem, da wo ihr aktiv drauf arbeitet und ihr seid da zugange und ihr macht vielleicht stündliche Snapshots und das Ding ist am Gange und encryptet gerade irgendwas, können euch die Snapshots richtig fett über den Kopf wachsen und das System geht euch halt eben flöten. Und gerade auch, wenn man auf einmal so eine Scheiße macht, wie es gibt sogar manche Leute, die machen so Snapshots, gerade auf Filesystemen im 5-Minuten-Takt, im 15-Minuten-Takt, löschen die zwar dann immer zeitig hinten raus, aber ganz ehrlich, wenn so ein Encryption-Bot losläuft, der gibt ja Vollgas, in der Regel Vollgas, und dann passiert alle 15 Minuten den Snapshot, dann wird das System relativ schnell ultra, ultra voll. Ne? Das ist schon, ist auf jeden Fall spannend, einfach sich das Ganze mal anzusehen, was passiert in dem Zusammenhang dann. Weil wenn wir halt eben irgendeinem Ransomware-Virus, ne, ist ja ein Ransomware-Malware, wie auch immer, drüber läuft, auf meinem ZFS-Fallsystem, wo ich aktiv mit Snapshots arbeite,
ist das hier auf jeden Fall eine relativ interessante Sache. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann haben wir mal live reingeguckt und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.